Hier sind die 20 besten Freistöße der Fußballgeschichte. Im Viertelfinale der WM 2002 trafen Brasilien und England aufeinander. England ging in Führung, doch Brasilien glich aus. Und in der 50. Minute erhielt Brasilien einen Freistoß etwa 40 Meter vom Tor entfernt. Der damals 22-jährige Ronaldinho trat an. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol! Was für ein Tor! Ja, da sah Ronaldinho, dass der englische Torwart ein wenig zu weit vor seinem Tor stand. Brasilien gewann mit 2:1 und gewann am Ende die WM. Nicht schlecht, aber nichts im Vergleich zu unseren Top 3. Und unser nächster Torschütze ist auch Südamerikaner. Alvaro Recoba spielte 2003 für Inter Mailand. Und Bologna lernte auf schmerzhafte Weise, wie gut er am ruhenden Ball ist. Was für eine Präzision. An dem Pfosten und dann ins Tor. Ja, da ist auch die Tribüne sprachlos. Das ist mal eine Kombination von Power und Effet. Im Gegensatz zu unserer Nummer 18. Denn das war einfach nur schiere Power. Halbfinale in der Champions League zwischen Arsenal und Manchester United. Es stand 0:1 für Man U und sie bekamen einen Freistoß aus guten 35 Meter Entfernung. Nicht unbedingt eine gute Position, dachten sich zumindest alle, außer Ronaldo. Der Torhüter Manuel Almunia konnte nur zuschauen, wie der Ball ins Netz flog. Manchester United gewann schließlich das Spiel mit 3:1 und sicherte sich den Einzug ins Finale. Und wir bleiben in England, denn der Brasilianer Elano holte beim Spiel Manchester City gegen Newcastle den Hammer raus. Was für ein Strich. Der Torwart sah den Ball auf sich zukommen und hatte trotzdem keine Chance, genau in den Winkel. Und jetzt zu einem der gefürchtesten Freistoßspezialisten, Sinisa Mihaljevic. Bitte wer? Ja, manche von euch sind vielleicht noch zu jung, um sich an dieses Freistoßungeheuer zu erinnern. Sein damaliger Coach Sven-Göran Eriksson wurde gefragt, wen er lieber einen Freistoß schießen lassen würde. Sinisa oder David Beckham? Den coachte Eriksson nämlich auch. Und Eriksson sagte sofort den Sinisa. Perfekter Effet über die Mauer und vom Torwart weg. Keine Chance. Ja, so einen hätte ich auch gerne bei mir im Kreisliga-Team, aber wir haben nur das. Es ist Halbfinal-Hinspiel in der Champions League 2019. Zwei Giganten treffen aufeinander. Barcelona gegen Liverpool. Es stand bereits 2:0 für Barca und in der 81. Minute trat Messi für einen Freistoß an. Messi hits one! Oh, what a goal! Der perfekte Freistoß. Das Verrückte, das 3:0 reichte nicht, denn im Rückspiel gewann Liverpool in einem legendären Spiel mit 4:0 und gewann am Ende die Champions League. Und jetzt zu Ronaldinho. Noch einmal. Dass der Freistöße schießen kann, haben wir gesehen. Über die Mauer, an der Mauer vorbei. Aber wie wäre es hiermit? Unter der Mauer durch, Ronaldinho das Schlitzohr. Da schauten die Bremer verdutzt hinterher. Und jetzt zu dem Freistoß, der Ronaldo berühmt machte. Es war das Jahr 2008 und Man U spielte gegen Portsmouth. Es gab Freistoß aus guten 30 Meter Entfernung. Und Ronaldo wollte einen Schuss ausprobieren, den er seit Monaten im Training trainierte. Den Knuckleball. Der Ball steigt über die Mauer und fällt dann abrupt ab. Keine Chance für Torhüter James. Ende vom Lied, Ronaldo und Man U gewannen die Premier League. Aber Ronaldo war nicht der Einzige, der seine Freistöße im Training trainierte. Vor ihm gab es den Schweden Mikael Nielsen. It is Mikael Nielsen, it's a corker. Stunning free kick. Und was zuerst wie ein Torwartfehler aussieht, entpuppte sich als ein wahnsinniger Bananenball. Um die Mauer und dann weg vom verdutzten Torwart. Und schaut mal, wie Nielsen abspringt bei seinem Schuss. Und unsere Nummer 11, knapp an den Top 10 vorbei, aber trotzdem wunderschön. Wow, was für eine Freistoßtechnik vom Franzosen Payet. Da hätte die ganze Mannschaft in der Mauer stehen können, hätte nichts gebracht. Aber der Freistoß von Lewis McGugan von Nottingham, der hatte nicht nur Technik, sondern auch viel hohe Gewalt. Unglaublich, wie der Ball sich kurz um die Mauer dreht und dann mit riesiger Geschwindigkeit im Netz einschlägt. Da würde ich mich auch wegdrehen als Verteidiger.
Aber das ist nichts im Vergleich zu unserer Nummer 9, denn dieser Freistoß ließ ein ganzes Land vor Freude aufschreien. Es ist 2001, England spielt gegen Griechenland. Es geht um nichts anderes als die WM-Teilnahme. England braucht einen Sieg oder Unentschieden und es war bereits die 93. Minute. Und England lag 1:2 hinten. Die letzte Aktion des Spiels war dieser Freistoß von Beckham. Beckham could raise the roof here with a goal. I don't believe it. David Beckham. Wahnsinn! England bekam sein Unentschieden und qualifizierte sich in letzter Sekunde für die WM. Was für ein Freistoß! Und das war auch dieser Treffer. Arsenal spielte gegen Sunderland und ein Spieler wird gefoult und der Schuss danach ist im Tor. Aber der Schiedsrichter hatte schon abgepfiffen, also kein Tor. Das ärgerte Van Persie und der ließ die Wut am Ball aus. Der Torhüter konnte erst reagieren, als der Ball schon im Tor einschlug. Was für ein Strich. Ein würdiger Platz Nummer 8. Oder was meint ihr? Schreibt uns in den Kommentaren, ob der Torhüter den halten sollte. Es ist das Jahr 1986. Geraldão spielt für Cruzeiro in Brasilien. Und in der 8. Minute bekommt sein Team einen Freistoß. Und jeder denkt jetzt, jetzt kommt eine hohe Flanke. Aber Geraldão hatte eine andere Idee. Unglaublich. Unmöglich, den zu halten. Was für eine Fee. Kein Torwart der Welt hätte den. Und Geraldão, der traf den Ball wahrscheinlich nie wieder so perfekt. Und jetzt zu einem Freistoß, den wir wahrscheinlich so nie wieder sehen werden. Ja, damit hatte keiner gerechnet. Ich meine, die anderen Spieler stehen nur rum, weil sie glauben, dass Hakan Çalhanoğlu den Ball zum Mitspieler passt. Und der haut einfach mal aus 40 Metern drauf und versenkt das Ding. Und ja, Hakan Çalhanoğlu ist als Freistoßexperte bekannt, aber der wohl gefürchtetste Freistoßspezialist war Juninho. Er machte ganze 77 Freistoßtore in seiner Laufbahn. Und der Treffer gegen Bayern zeigte, was für ein Genie am ruhenden Ball er war. Oh, il est bien parti! Oh, quel but! Quel but de Juninho! Der Ball steigt und fällt dann an den rechten Pfosten. Oliver Kahn, einer der besten Torhüter zu der Zeit, hatte keine Chance, obwohl das über 30 Meter vom Tor weg war. Stellt euch vor, es gibt Freistoß in bester Position und der Torwart rennt nach vorne, um diesen zu schießen. Jenny steps up. Magnificent goal! Was für eine Technik von Brasiliens Torwart Rogério Ceni. Das Unglaubliche, er ist der Torwart, der die meisten Tore geschossen hat. 131. Das verdient unseren Platz Nummer 4. Und unsere Nummer 3 ist ein legendärer Freistoß. Ja, manchmal kann es so einfach sein. Matt Le Tissier lupft den Ball an und schießt diesen als Volley in den Winkel. Humorlos, trocken und effektiv. Das war er auch bei seinen Elfmetern. Er trat 49 Mal an und verschoss nur einen einzigen. Das ist mal eine Quote. Und jetzt zu einem Freistoß, der 2016 den Puskas Award gewann. Den Titel des schönsten Tores des Jahres. Stellt euch das vor, bei der Preisverleihung sieht man Messi, Ronaldo und Mohd Faiz Supri aus der malaiischen Liga. Aber sein Treffer, der war Wahnsinn. Was für ein Bananenball. Erst nach links, dann dreht sich der Ball nach rechts weg vom Torhüter. Da lacht er, der Mohd. Und er ist nur knapp an unserer Nummer 1 vorbeigeschrammt. Der wohl berühmteste und legendärste Freistoß der Welt. Keine Ahnung, wie Roberto Carlos das gemacht hat. Und hey, wenn ihr die 15 unglaublichsten Torwartparaden sehen wollt, dann schaut euch dieses Video an.